Wie finde ich eigentlich Eingänge in die geheimnisvolle Unterwelt? Das Ganze beginnt mit der Recherche. Ich mache mich auf die Suche nach Orten, die damals im Zweiten Weltkrieg einen wichtigen Zweck hatten. Alle Informationen und alte Karten haue ich mir dann in eine Mappe. Und somit steht einmal mein Grundgerüst. Und by the way, ja, das ist Jan Stremel von Galileo. Und anschließend kommt mein magischer Trick. Ich gehe einfach durch die Stadt, und ja, das ist mein voller Ernst, und suche einfach nach komisch aussehenden Decken im Boden. Wenn ich nicht gerade in der Stadt unterwegs bin, suche ich einfach im Wald nach ehemaligen Luftschutzbauten. Oder ich schaue einfach in stinknormale Kanaldeckeln. Und wenn dann eine Leiter so richtig tief hinunterführt, dann hat man meistens den Jackpot. Im Grunde genommen kann man sagen, als erstes suche ich einfach Orte, die im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielten. Anschließend besuche ich dann diese Orte und schaue hinter jedem Kanaldeckel, hinter jeder Klappe, ob ich irgendwo einen Eingang in die Unterwelt finde. In Part 3 meiner Serie verrate ich euch dann, was es denn noch eigentlich alles für Bauwerke in der geheimnisvollen Unterwelt zu finden gibt.